Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute zu einer neuen SBC. Wir werden heute die Iverscan MVP SBC abschließen, wo es glaube ich Spieler des Jahres Christensen geworden ist. Diese SBC werden wir jetzt auf jeden Fall abschließen. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, erstmal wie ich es abgeschlossen habe. Weil ich muss sagen, beim letzten SBCs Video habe ich öfters nicht gesagt, dass die SBCs mit Loyalität waren. Ich habe da keine anderen Vorschläge gezeigt und habe auch vergessen, das zu sagen. Es tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Deswegen konnten die SBC nicht abschließen. Ich zeige euch auf jeden Fall im Hintergrund, was ich bezahlt habe, wie die SBC war. Und zeige euch natürlich auch, wie ihr es natürlich dann bauen könnt, wenn die Spieler natürlich nicht im Verein habt. Ihr seht, da habe ich ein paar als Erstbesitzer. Und wenn ihr die Summe haben würdet, könnt ihr natürlich nicht abschließen. Auf jeden Fall, ich habe es mit der Super League gebaut, weil ich dann noch im Verein hatte. Und wenn ihr jetzt das ohne Loyalität machen wollt, zeige ich euch das, wie gesagt, hier im Hintergrund. Ja, macht es einfach so. Vielleicht den Linksmittelfeld austauschen und einen anderen Stürmer, weil der Linksmittelfeldspieler kostet ein bisschen was. Dass ihr da vielleicht einen anderen Spieler eventuell einbaut. Aber sonst ist diese SBC eigentlich relativ günstig. Ja, wie ihr seht, ich habe es mit der Super League gebaut, weil ich diesen Inform aus dem Verein hatte. Und das hat sich für mich eigentlich gelohnt. Und wie gesagt, es tut mir auch leid, dass ich das bei den anderen Videos vergessen habe. Und da muss ich auch sagen, bin ich auch einfach ein bisschen selber schuld, dass ich da auch sehe, dass die negativen Wertungen ein bisschen höher gingen, weil ich da einfach selber schuld bin, wenn ich das da einfach vergesse. Und das war einfach ein bisschen blöd. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich hoffe, dass es ihr mir das nicht böse nimmt. Wie gesagt, in diesem Video habt ihr gesehen Verbesserungsvorschläge. Und ja, mit dem Linksverteidiger klappt das hier auch nicht. Also versucht es, wenn ungefähr so nachzuholen. Ihr könnt es natürlich so machen, müsst es natürlich nicht machen, wenn versucht es aus dem Verein zu bauen. Ich würde sagen, wir senden jetzt auf jeden Fall die SBC ab und bekommen jetzt hier den Spieler des Jahres aus der Iverscan MVP Player. Und das ist Christensen, der echt richtig starke Werte hat. Das muss man mal sagen. Jeden Wert über 75, glaube ich, genau über 75, also ein echt richtig guter Abräumer da im Mittelfeld. Das war jetzt etwas kürzeres Video auf jeden Fall zu SBC. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von diesen SBCs sehen wollt, war wie gesagt ein kurzes Video, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like und ein Abo von euch freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!